So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Build. Heute kommt leider kein Let's Fun, wie eigentlich geplant, weil etwas mit den Servern nicht funktioniert. Bei Enderzucker habe ich über einen Pod gemacht, geregelt, aber ich wollte eigentlich heute mit Silver spielen, der heute gerade in Skype ist. Hallo. Hallo. Ja, wie schon gesagt in der letzten Folge, er ist der Owner von diesem ganzen Server und der Sponsor von diesem Projekt. Hallo. Und wir beginnen erstmal mit den, ja, was sich einfach verändert hat. Es hat sich sehr, 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 sehr viel verändert. Auf jeden Fall seht ihr ja schon, der Spawn hat sich ein bisschen verändert. Hier sind die schönen Springen. Nee, hey, was sind das? Seen. So kleine Ich Pools. kenne nur den englischen Begriff Lillipads. Achso, Lilypads, ja, so kleine Lilypads und so ein Pool. Seerosen, oder? Keine Seerosen, Ahnung. ja, Seerosen. Hier so ein kleiner Brunnen. Das alles hat Silbermine gebaut, also den kompletten Spawn. Und auch hier die Warp-Schilder und so. Park. Ja, kann man sich hier so einen Park teleportieren. Und hier sind die Villen. Es sind drei Stück. Aber eine gilt nicht mehr, Villa de Taco, oder? Doch, der geht. Achso, der geht, aber das wurde geupdatet, oder? Ja, das war Okay, wurde okay. geupdatet. Dann haben wir drei Villen zur Besichtigung sozusagen heute. Wir werden meine Villa nicht mehr so ganz, oder meine erste Villa auf jeden Fall, nicht mehr so ganz besichtigen. Wir werden noch den Hafen besichtigen auf jeden Fall. Und wir fangen jetzt erstmal mit dem Hafen an. Gut, kommst du? Bin schon da. Achso, bist schon da, warte, slash Warps. Hafen. Warp-Hafen. So. Ach, gibt's nicht. Okay. Ich flieg da einfach hin. Willst du ganz kurz Okay, erklären, jetzt schon mal wie das kurz. funktioniert? Ja, da steige ich jetzt mal raus. Also ich habe ein Plugin programmiert, das einfach dafür sorgt, dass man nicht mehr schafft, einfach ganz viele Boote zu spawnen, die einfach einen belästigen. Das Prinzip funktioniert so, man drückt auf den Knopf, setzt sich ins Boot rein, dann kommt von hinten Wasser, das einen wegschwimmt im See. Und beim Aussteigen verschwindet das Boot automatisch. Ja. Und wir können, wenn wir nur auf den Knopf drücken und uns gar nicht einsteigen, warte, dann verschwindet es. Warte, wenn hier Wasser drauf ist, dann verschwindet es einfach, ja. Und wie du programmiert hast, das geht nicht kaputt. Ja, das geht nicht Ja. kaputt. Ja, das Boot kann man nicht zerschellen lassen an den Ja. Wänden. Okay, dann würde ich sagen, dann besichtigen wir zum Teil die erste, also die erste meine. Das dritte Stockwerk von deiner Villa, Ja. oder? Ja, das zweite, da habe ich auch noch ein bisschen was gebracht. Auf jeden Fall gehen wir hier erstmal rein. Der Computer, den hast du, glaube ich, nochmal überarbeitet. Habe ich noch gar nicht gezeigt, oder? Habe ich den schon gezeigt, den Ja, überarbeiteten Computer? den durftest du noch nicht Die gezeigt haben. überarbeitete Verfassung vom Computer. So, der Comp. Ach, warte, nimm. Also, Computer erstellen. Erstellt von Silverminer. Da kann man auch drauf drücken, ist auch Ja. Eigenwerbung. Der Computer wurde erfolgreich gestartet. YouTube.com wurde erfolgreich geladen. Yuka. Klick hier, Okay, um auf. jetzt Achso, ist okay. Okay. Ach, das sehe ich nicht, wegen die. es. Ja. Um auf Katzis Kanal vorzuschauen. Wirklich zu empfehlen. Die. 1, 3, 2, 1. Der Computer wurde erfolgreich runtergefahren. Ja. Ja. Jetzt gehen wir vielleicht mal hoch. Ja, Flash wir Top. gehen hoch. Und hier, wie schon gesagt, wie in dem Let's Speed-Bild, oder Speed-Bild, am Ende der Folge, habe ich hier noch ein bisschen ausgeleuchtet. Hier ist, glaube ich, nicht so weit passiert. Ja, hier halt. Schön, schön. So. Hier. So ein bisschen. Hier habe ich halt das Schlafzimmer gebaut. Ich weiß nicht, ob ich hier noch weitermache. Also hier ist jetzt noch ein bisschen leer aus, würde ich sagen. Aber hier stehen halt Betten. Hier ist ein kleiner Pool. Also wirklich kleiner Pool. Yeah. Poolparty. Was kann man noch sagen? Ja, das war's, oder? Ja, das Schauen wir war's. zur nächsten Villa.
Am besten gleich die. Ja. Wollen wir die vom Taco zeigen? Ich weiß es nicht. Ich bin da noch gespannt. Zeigen wir sie kurz. Wir können ja sie ganz kurz von außen ein bisschen zeigen. So, die Inneneinrichtung so zeigen wir dann. Ja. Vielleicht in der nächsten Folge. Wenn die Wände noch ein bisschen da weiter gemacht wird. Das ist das Haus von Colin, mit dem ich einmal Hide and Seek aufgenommen habe. Der baut hier auch mit. Ja, der hat sich Taco genannt. Hier so sein kleiner Hafen und so. Sieht ganz gut aus. Also finde ich richtig gut. Es soll italienischen Style entsprechen. Auch hier mit den Akazienbäumen, das passt richtig gut. Ja, wir werden aber dann... Wer schreibt mir denn da dauernd? Nee, so. Ich bin gerade in der Aufnahme, hallo. Auf jeden Fall... Ja, jetzt gehen wir zu diesem Großprojekt, sage ich mal. Großprojekt von Villa. Ha, das ist die Villa... Villa di Africa. So. Und das ist wirklich ein großes Projekt. Und es wird immer noch gebaut. Von außen sieht es einfach eigentlich ziemlich cool aus. Ich kann einfach mal hier so ein bisschen rumfahren. Eigenlob stinkt. Ja, es sieht auf jeden Fall cool aus, würde ich sagen. Also da hat auch ein bisschen Colin dran mitgebaut. Auch so das Dach und so. Die eigentlich so ein bisschen die Knöpfe und so. Da habe ich die Idee her. Und die Einrichtung hat XX Freezy. Der ist auch gerade auf dem Server. Ja, der ist auch gerade auf dem Server. Die Einrichtung so ein bisschen. Und wir gehen einfach mal hoch. Es ist eine sehr moderne Villa, muss ich sagen. Es ist eine sehr moderne Villa. Leseecke von... Und Katzi. Eigentlich habe ich da gar nicht mitgebaut, aber egal. Ja. Es ist... Ich gehe, glaube ich, hier so schnell durch. Also es ist sehr modern und holzig gehalten. Hier überall halt hier so Terrassen und so. Dann gehen wir mal hier hoch. Dann gehen wir mal. Also wenn ihr mehr Details wollt, könntet ihr ja dann auch mal vorbeischauen. Ich weiß nur nicht, ob wir jetzt schon die IP lesen. Ich würde noch ein bisschen warten. Ich würde auch ein bisschen warten, bis es dann die Bewerbungen draußen sind, die ich machen will. Ja, hier noch eine kleine Terrasse. Das hat auch Freezy gebaut. Und ja, sieht okay aus auf jeden Fall. Okay, dann gehen wir mal hier halt so ein bisschen verwachsenes Schlafzimmer. Ich gehe, glaube ich, richtig schnell durch. Irgendwie. Hier so ein kleines verwachsenes Schlafzimmer. Ja, okay, legen wir uns schlafen. Gute Nacht. Bett spawn gesetzt. Ach, das kann man das vielleicht ausstellen. Slash home. Ja, nein, wenn wir slash home Bett eingeben, dann ist man dann halt hier. So, weil Nacht ist, man kann es mal bitte Tag machen. Ja, hier oben ist noch Work in Progress, also da ist noch nicht ganz fertig. Ja, noch Baustelle, sonst sieht. Alter, ich muss mal gerade mich offline setzen, so, dass ich keine nicht Nachrichten. Offline, mehr. Sondern beschäftigt. Beschäftigt, ja, keine Ahnung, kriege ich auch Nachrichten. So auf jeden Fall, das ist so ein bisschen das Außen, das wird noch richtig nach. Nein. Den ganzen Berg eigentlich ausfüllen. Also dieser ganze Berg ist ein Haus. Ein Haus. Sowas hat man wahrscheinlich schon mal gesehen oder sogar selber gebaut, aber ich finde das einfach richtig cool, wie wir das gemacht haben. Ja, willst du noch irgendwas sagen? Nö. Nö, auf jeden Fall. Ach, warum sage ich auch immer auf jeden Fall? Das ist eine Angewohnheit von mir, ja. Ist es halt, wie das eigentlich sogar wie das andere Haus, also meine Villa. Bloß, dass halt es keinen Keller gibt und dass es halt irgendwie auch nicht so groß ist und verwinkelt. Es ist halt sehr übersichtlich gehalten, meine Villa. Aber, diese hier, die ist halt nicht so übersichtlich, ne? Was findest du? Wie findest du's? Ja, die ist eher verwinkelt. Ja, die ist verwinkelt. Sieht man auch so von außen. Ja, gerne. Jo. Damit sage ich, das war's von so einer kleinen Let's-Show-Folge von Let's Build. Und ja, besucht auf jeden Fall Silver Miners HD-Kanal. So, jetzt. Silvers Kanal, so.
Jo. Bis dann. Ciao. Ja, ciao.